Hallo und herzlich willkommen, nicht im Wald, sondern beim Packen, weil morgen ist die 1000 Abonnenten Männer im Wald Tour. Jawohl, das Gute ist, dass keine Frau mit wollte, damit kann ich die Tour jetzt offiziell als Männer im Wald bezeichnen. Gut, ich packe. Ich hatte überlegt, mache ich ein Video, wo ich sinnlos trainiere und irgendwie bescheuert durch den Wald renne, oder ein Video, in dem ich packe, und habe mir gedacht, Spaßvideo hatten wir dieses Jahr schon, also machen wir lieber eins mit Packen. Das ist sinnvoller. Das hier ist mein Trekking-Rucksack. Der ist ziemlich groß. Das ist ein Bach Specialist F3, wenn ich mich nicht alles täusche. Es könnte auch ein F2 sein, das habe ich gerade nicht im Kopf. Ich zeige euch mal so ganz grob das Ding. Der hat 85 Liter, wenn mich nicht alles täuscht. Hat hier unten ein Schlafsackfach. Unten dran sind natürlich auch noch so schöne Schnüre. Ich zeige ihn euch dann nachher auch nochmal im vollgepackten Zustand. Da kann man noch alles Mögliche dranhängen. Man kann eine Isomatte vor das Schlafsackfach hängen. Das mache ich auch üblicherweise. Im Schlafsackfach reinkommt logischerweise der Schlafsack. Da passt dann meistens noch mehr rein, weil es ein sehr großes Schlafsackfach ist. Da muss man schon einen richtigen Winterschlafsack reinpacken, um das Ding gleich auf Anhieb voll zu bekommen. Das Ganze ist ein sogenannter Kofferrucksack. Sprich, man kann den auch von vorne aufmachen. Der hat eine Frontklappe, die ihr hier einigermaßen sehen könnt, und dann kann man von vorne direkt darauf zugreifen. Das gelbe Band innen dran ist nochmal, um das Gepäck separat nochmal ein bisschen fixieren zu können, damit das Ganze besser tragbar ist. Aber ich zeige ihn euch ja nochmal im gepackten Zustand, da kann man ihn dann auch besser sehen. Bin mit dem Ding sehr zufrieden, war damit jetzt in Jotunheim, das höchste Gebirge in Skandinavien, also die höchsten Berge innerhalb Skandinaviens, und auf denen auch drauf mit diesem Ding. Und war sehr zufrieden und hatten das auch schon in Schottland und noch bei diversen kleineren Touren im Einsatz. Der ist noch nicht so alt, hat noch nicht so viel gesehen wie mein alter Rucksack. Das war ein Deuter Kerotore. Ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht, wie immer. Der war aber auch sehr gut. Also wenn ihr euch die beiden Rucksacknamen merken wollt, die sind beides oberstes Preissegment. Ich finde, Rucksäcke sind nichts, wo man sparen sollte. Tarp, da tut es auch meiner Meinung nach die Baumarktplane, das wisst ihr ja. Aber beim Rucksack, bei Schuhen, bei Regenklamotten und beim Zelt, wenn man wo ist, wo man ein Zelt braucht, da sollte man dann nicht sparen. Gut, also das Rucksack, und den packen wir jetzt ganz langsam, aber sicher voll. Und zwar mit meinem Schlafsack. Ist er nicht kuschelig? Oh, ja, naja. Wie dem auch sei, das ist ein Deuter Exos 4, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, minus 8. Den gibt es auch heute noch so im Handel. So sieht das Zettelchen dazu aus. Wenn ihr das genauer lesen wollt, müsst ihr auf Pause drücken und hoffen, dass ihr es entziffern könnt. Der ist für Männer bis minus 8 Komforttemperatur, beziehungsweise Limit, wie das dann ja in den etwas moderneren Schlafsäcken dann teilweise heißt. Bei Frauen ist er für minus 2 angegeben. Bis minus 8 habe ich ausprobiert, das erfordert dann aber wirklich optimale Bedingungen, und da das Ding jetzt auch nicht mehr der allerneueste ist, hat er auch ein bisschen was an Isolationsleistung verloren, nicht viel, aber ein kleines bisschen was schon, und ich würde sagen, jetzt ist er noch gut bis minus 5, minus 4, so irgendwo sowas um den Dreh. Weiter würde ich es nicht ausreizen wollen, aber man kann natürlich noch ein Inlet reinlegen und entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Schlafsacksleistung durchführen, alles gar kein Problem. Zu Schlafsäcken mache ich auch mal irgendwann ein Video. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand, mit dem ich mich ganz gut auskenne. Im Gegensatz zu Hobo-Kocher, bei denen ich nicht die 96.000 verschiedenen Modelle kenne, die man mir in die Kommentare unter mein entsprechendes Video geschrieben hat. Ja, Schlafsack hat eine schöne Kapuze. So schaut das Ding jetzt aus. Ist jetzt noch nicht hundertprozentig auf Minimalgröße, reicht aber jetzt für meine Zwecke. Noch kleiner muss ich den nicht haben. Der hat hier auch noch so einen schönen Griff, wo man den in die Hand nehmen kann. Wiegt, ich glaube, 2,3 Kilo, bilde ich mir ein. Ist nicht mehr das Allertollste, und ich will jetzt gar nicht behaupten, kauft euch unbedingt diesen Schlafsack. Aber ich war eigentlich immer ganz zufrieden mit dem Ding. Heutzutage wird mir jetzt so ein Lamina von welcher Firma? Ich schreibe es euch unten rein. Würde mir sehr gut gefallen, und das wird auch garantiert der nächste Schlafsack, den ich mir dann zulegen werde. Schlafsack kommt logischerweise im Schlafsackfach. Das ist der eine Gegenstand, den ich jetzt schon mal einpacke. Den Rest zeige ich euch erst und zeige euch dann, wie ich am Einpacken bin.
aber beim Schlafsack, den mache ich immer gerne früh in den Rucksack rein. Einfach damit ich dann schon eine gewisse Stabilität im Rucksack selber drin habe und alles andere besser verpacken kann. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Das ist ja auch wieder so ein bisschen eine Religionsfrage. Wie packe ich meinen Rucksack idealerweise? Ich gerne eben so. Auf die beschriebene Art. So. Was nehmen wir denn sonst noch so mit? Dann brauchen wir natürlich zunächst mal noch ein Erste-Hilfe-Paketchen. Das wird ja gerne der Wert von so einem Ding etwas unterschätzt. Da wir jetzt aber eine große Tour machen und ich gesagt habe, dass ich derjenige bin, der die Erste-Hilfe-Krempel mitnimmt, habe ich ein etwas größeres Päckchen in Form eines uralten Kfz-Verbandskasten. Da ist aber nichts Uraltes mehr drin. Den brauche ich euch jetzt aber nicht unbedingt großartig vorführen. Das da ist meine Isomatte. Ich bin bei Isomatten definitiv der Meinung, solange man irgendwo im Wald mehr oder weniger bivakiert und kein richtiges Zelt hat, da ist es mir etwas zu gefährlich, eine aufblasbare Isomatte zu nehmen, weil die kann Löcher kriegen. Ich gehe mit meiner Ausrüstung nicht besonders vorsichtig um und habe gerne Ausrüstung, die so richtig schön solide und stabil ist, weil gerade wenn ich langfristig mit dem Zeug unterwegs bin, da will ich einfach nicht mir Gedanken machen müssen, wenn ich jetzt meine Isomatte in die Ecke pfeffere, dann ist die kaputt. Und das ist für mich einfach so eine Ausrüstungsgegenstände habe ich nicht gern. Ich habe ein paar, bei denen man wirklich aufpassen muss, aber naja. Dadurch, dass das eine ziemlich dicke Isomatte ist, ihr könnt es hier einigermaßen sehen, also das ist wirklich eine vergleichsweise dicke Feststaum-Isomatte ohne irgendwelche Rillen und Riffel und so weiter und so fort, ist die auch durchaus gut warm und hält locker bis 0 Grad, noch ein bisschen unter den Gefrierpunkt runter. Also so ungefähr das gleiche, wie ich auch meinen Schlafsack einsetzen würde. Für die Temperaturen ist auch diese Isomatte geeignet. Sie ist eigentlich gar nicht besonders schwer, aber halt natürlich groß und passt nicht in den Rucksack, sondern muss an den Rucksack. Was das Ding wiegt, kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, aber die ist eigentlich leichter als vergleichbare, nicht daunen, selbst aufblasbare Isomatten, die man vor ein paar Jahren noch gekriegt hat. Inzwischen gibt es ja auch schon wieder so Hightech-Zeug, das da nochmal viel besser ist. Also meine Ausrüstung ist nicht up-to-date. Aber sie tut's noch und da sehe ich nicht einfach, dass ich mir was Neues kaufen soll, solange es noch geht. So, dann nehme ich noch als Backup für den Wetterschutz bzw. zum Draufliegen oder zum am Feuer nochmal das Zusätzliches bauen oder wenn wir noch ein Bonuszelt haben wollen, weil wir sind ja viele. Für mich alleine würde ich jetzt nicht noch eine Baumarktplane mitnehmen, wenn beziehungsweise nur eine Baumarktplane mitnehmen und nicht noch zusätzlich ein Tarp. Das ist Modell vor 20 Jahren oder was das mal verkauft wurde, ist glaube ich von Tatonka. Ich weiß gar nicht, ob es die Firma noch nennenswert gibt, ich glaube schon, aber viel machen die nicht mehr. Ist ein 3x3 Meter Tarp, überhaupt nichts Besonderes, ziemlich leicht zugegebenerweise, im Packmaß auch sogar noch mal ein bisschen kleiner optimal zusammengelegt als die besagte Baumarktplane. Wiegt ungefähr dasselbe, aber die Baumarktplane ist ja 2 Quadratmeter kleiner. Also kann man jetzt nicht ganz vergleichen. Daher, naja, trotzdem, ich mag die Baumarktplane schon gern und die Baumarktplane ist solider. Ich nehme beides mit, weil man weiß ja nie, ne? Wie gesagt, es ist ja eine Gruppentour. Ich habe zwar geguckt, dass die anderen möglichst genug Tarpmaterial und Ähnliches dabei haben, damit wir uns genügend Lager bauen können, aber boah, schaden kann es nicht, ne? Und dann möchte ich doch lieber auf Nummer sicher gehen. Dann Kleidungsstücke können wir vielleicht gerade mal kurz von wegnehmen. Wichtig. Das da kommt im Rucksack immer ins Deckelfach, das ist die Regenhülle dazu. Das ist also eigentlich so eine Universalregenhülle, da kann man eigentlich das Mögliche reinstecken, unter anderem auch so einen großen Rucksack. So Riesenrucksäcke haben damals, als ich mich das letzte Mal nach Rucksäcken umgesehen habe, selten integrierte Regenhüllen gehabt und man musste sich so eine dazu kaufen. Die sind recht günstig zu haben, wiegen so gut wie gar nichts. Kleines Packmaß, wenn man so entsprechend zusammendrückt und passen super ins Deckelfach. Sind gut anzubringen und auch bei strömendem Dauerregen wird der Inhalt des Rucksacks nicht nennenswert nass. Habe ich alles schon ausprobiert. Grundsätzlich sämtliche Ausrüstung, von der ich jetzt hier gerade quatsche, das ist alles wirklich jahrelang durchprobiert. Also das ist ein Material, mit dem ich mich gut auskenne. Meine beliebte Fleecejacke, die habt ihr auch garantiert schon in diversen Videos gesehen, die habe ich mal in Fort William in Schottland günstig erstanden. Da gab es so einen Outlet-Store. Die ist von Berghaus,
Berghaus darf man nicht mit Bergans of Norway verwechseln. Das eine kostet ungefähr das Doppelte als das andere, aber Berghaus ist auch schon ein Markenprodukt. Die werde ich wahrscheinlich beim Wandern nicht anhaben, dafür ist es zu warm. Da gehe ich dann in so einem, nicht so am T-Shirt, das ist ja Baumwolle, sondern in irgendeinem Funktions-T-Shirt, also sprich aus irgendeiner Kunstfaser, weil es den Schweiß halt besser vom Körper wegleitet, werde ich da rumlaufen und das ist dann halt quasi mal anhalten und Pause machen, dann ziehe ich mir das mal schnell über, beziehungsweise vor abends und morgens im Lager. Und sollte das nicht reichen, habe ich immer gerne noch zusätzlich einen kleinen, leichten Pullover noch dabei. Ihr seht, also wirklich ist nichts großartig Großes, ist natürlich auch nicht besonders warm, aber nochmal so zusätzliches Backup. Es wird ja nicht großartig kalt werden. Und das Ganze ist ja nur für eine Übernachtung, die ganze Ausrüstung. Ich habe noch ein bisschen zusätzlichen Kram dabei, weil halt eben als Gruppentour, aber eigentlich braucht man da nicht viel, deshalb habe ich auch kaum an. Noch einen Satz Wechselklamotten habe ich dann doch, die ich dann übrigens normalerweise in meinem Topf aufbewahre. Hier noch ein paar Worte zum Topf. Das ist ein uralter, stinknormaler Alu-Pot ohne irgendwelche Special Effects. Das ist einfach nur ein Aluminium-Topf. Fertig. Hat noch hier so einen Griff, dann kann man ihn schön an einen Ast hängen und dann übers Feuer hängen. Man kann ihn auch direkt ins Feuer reinstellen, das mache ich eigentlich meistens. Gerade beim Großen ist das mit dem Ast gar nicht so einfach. Muss man sich einfach Stabiles suchen. Geht auch nicht bei jeder fest installierten Feuerstelle, dass man da großartig einen Stock neben die Feuerstelle in den Boden rammen kann. Deckel ist dabei, damit es besser kocht. Und da ich den Deckel jetzt schon dabei habe, habe ich dann auch einen Fressnapf. Also aus dem Deckel kann man natürlich auch essen, ist ja klar. Man kann ihn auch als Pfanne verwenden, auch schon alles gemacht. Funktioniert ganz gut. Für diejenigen, die Alugeschirr nicht mögen, das kann ich nachvollziehen. Ja, es gibt ein leichtes bisschen, ein kleines bisschen den Geschmack tatsächlich ab. Ans Essen, das kann man, wenn man intensive Geschmacks, feine Geschmackssinne hat, durchaus rausschmecken. Ich persönlich habe die aber nicht. Ich schmecke ganz wenig. Bin da einfach nicht gerade begünstigt, was feine Nuancen im Essen abschmecken angeht. Und daher ist es mir persönlich egal. Und die anderen auf der Tour, die müssen sich dann halt ihren Tee entweder direkt in ihre Tasse kochen, die dann aus Edelstahl oder was auch immer ist. Titan geht auch. Und der Rest kriegt hier draußen Tee. Das ist also quasi unser Teetopf. Ja, aber üblicherweise bewahre ich im Topf auf einen Satz Wechselklamotten bestehend aus den guten Bundeswehrsocken. Noch dienstlich geliefert, die halten immer noch. Die sind echt unzerstörbar, die Dinger. Und habe ich eigentlich auch fast auf jeder Tour dabei, aus Nostalgiegründen und weil es halt wirklich schön warm ist, so lang trocken. Einmal Bundeswehrunterhemd, auch noch dienstlich geliefert. Oliv, kommt in den Topf. Und einmal Bundeswehr lange Unterhose Oliv, auch noch dienstlich geliefert. Sexy, oder? Ist aber halt echt richtig schön kuschelig warm und kann man auch, wenn einem die andere Hose zu nass geworden ist und es hat aufgehört zu regnen und man hat die zum Beispiel am Feuer zum Trocknen irgendwie aufgehängt, kann man damit auch mal so rumlaufen. Ist ja Outdoors echt scheißegal, wie du aussiehst. Und ich mag die gerne, weil die halt einfach wirklich kuschelig warm sind. Klar, Merino-Wolle wäre besser, kostet aber Geld und das hier hat mich gar nichts gekostet. Und da ich wirklich, wo ich kann, gerne spare, weil das für mich irgendwie für Survival dazugehört, dass man mit der Ausrüstung klarkommt, die man hat. Ich finde das von der Mentalität her einfach wichtig. Und natürlich, man braucht mal was Neues und man muss sich auch erstmal einen vernünftigen Rucksack kaufen und so weiter. Aber dann, finde ich, sollte das Zeug so lange benutzt werden, bis es halt echt nicht mehr geht. Und dann erst kann man sich neues, modernes Hightech-Zeug kaufen. Und dann wegen mir auch gerne was Gutes. Aber nach meiner Philosophie, wenn du noch was Einfaches hast, was funktioniert, dann nimm doch das. Außer, es ist jetzt wirklich eine Extremtour, wenn ich jetzt nochmal nach Jotunheim gehen würde, da hatte ich jetzt zum Beispiel das nicht dabei. Da hatte ich dann wirklich, ich glaube, irgendwelche Kunstfaser-Klamotten ausschließlich und überhaupt keine Baumwolle. Baumwolle ist ja fürs Trekking eigentlich beschissen. Wenn sie nass wird, kriegst du nie mehr trocken. Gewicht blöd, wärmt nicht im nassen Zustand. Saugt sich mit Feuchtigkeit schnell voll, leitet die Feuchtigkeit nicht vom Körper weg und dann klebt es halt an dir dran. Dir kühlst aus in Baumwoll-T-Shirts und ähnlichem. Also eigentlich nicht gut. Aber ich mag es halt trotzdem, fühlt sich halt gut an, auf der Haut so lang trocken. Also nicht zum Laufen selber, sondern dann im Lager. Das sind quasi meine Lagerklamotten. Und die habe ich eigentlich fast immer dann auch im Topf. Je nachdem, was für einen Kocher ich dabei habe, muss der dann halt auch noch rein irgendwie reinpassen. Und ich habe normalerweise keinen so großen Topf. Also, es variiert.
für diese Tour ist es jetzt so, das ist jetzt alles im Topf hier fast drin. So, Data, ihr werdet es vielleicht der ein oder andere von euch erkennen, das ist der Bundeswehr-Poncho. Da komme ich jetzt natürlich mit. Ungefähr so. Habe ich jetzt noch als Wetterschutz eben dabei. Oh Gott, ich habe gar keinen Hut auf. Nein! Ah! Ja, also Wetterschutz auf dieser Tour, BW-Poncho. Der ist absichtlich jetzt nicht zusammengelegt, weil ich nutze den gerne zusammen mit meiner Jacke und meinem Pulli. Also die Klamotten, die fürs immer mal wieder zwischendurch wechseln, an- und ausziehen und so weiter gedacht sind. Die müssen ja nicht zwingend wirklich ultimativ trocken bleiben. Die dürfen also meiner Meinung nach so im Rucksack rumfliegen, während eben halt eben der Satz trockene Klamotten für den Schlafsack, hier jetzt im Topf, der sollte trocken bleiben und sollte irgendwie wasserdicht verpackt sein. Das ist im Topf gegeben. Durch Regen wird da drin nichts nass. Dann müsste der Rucksack schon in den Fluss fallen. Und was man anstellen muss, um in Deutschland einen Rucksack in einen Fluss fallen zu lassen, das ist mir bisher noch völlig unklar. Daher ist das so ein Szenario, wo ich dann sagen würde, das passiert einfach nicht. Beziehungsweise darf nicht passieren. So bescheuert kann ich dich nicht anstellen. Ja, aber wie gesagt, so eine Jacke hier und so ein Poncho, das ist Polstermaterial, mit dem ich dann die ganzen Lücken im Rucksack, in dem sich ja zum Teil auch nicht rucksackförmige Objekte befinden, wie eben zum Beispiel hier jetzt das Erste-Hilfe-Paket, da entstehen dann Lücken und in diese Lücken stopfe ich dann gerne Material, mit dem man schön alles ausstopfen kann. Da gehört der Poncho mit dazu. Lange Rede, kurzer Sinn eigentlich. So, dann habe ich natürlich noch mein eigentliches Essgeschirr, das ich immer dabei habe. Darin kann man natürlich auch kochen. Aber das ist so mein einziges Essgeschirr auch auf den meisten Touren, was ich da dabei habe. Nämlich einfach nur meine gute Titan-Tasse. Die ist von der Firma Snowpeak. Da war mal früher das Logo einigermaßen zu erkennen. Jetzt sieht man es nicht mehr so gut. Als ich damals nach Titangeschirr gesucht habe, vor langer Zeit, gab es nichts anderes und deshalb bin ich dann halt eben bei diesen Snowpeak-Menschen aus Japan sind die gelandet. Ist alles ziemlich überteuert gewesen. Inzwischen kriegt man Titankrempel auch deutlich billiger. Habe ich mir auch damals gekauft, weil ich einfach so ein bisschen so, die hatten Werbung gemacht mit das Statussymbol am Lagerfeuer. Die Titan-Tasse wiegt wirklich gar nichts. Also ist erstaunlich super, super leicht. Also das ist definitiv gegeben. Ist auch wirklich fast unzerstörbar. Habt ihr ja schon ewig und alles Mögliche damit gemacht. In die Gegend gepfeffert, im Rucksack alle möglichen Teile drumherum gepackt. Auch echt Druck drauf ausgeübt. Nichts verbogen, gar nichts. Ist wirklich nahezu unzerstörbar und war schon an vielen tollen Orten in der Natur und jetzt neuerdings auch oft auf dem Feuer. Früher habe ich sie nicht so oft draufgestellt, mache ich inzwischen eigentlich immer, weil es mir jetzt schon egal ist. Da war sie mir zuerst zu schade, aber ja, was soll's. Gut, dann was fehlt jetzt noch, werdet ihr euch denken? Essen. Essen gar elementar wichtig. Und zwar haben wir hier 2 Kilo Reis und haben hier noch 1,5 Kilo rote Linsen und haben dann noch eine Menge Tomatenmark. Und wenn man das alles zusammenkippt und natürlich noch ein bisschen Gewürze dran macht und so weiter und so fort und das dann schön längere Zeit auf dem Lagerfeuerchen köchelt, dann bekommt man das berühmte rote Linsen-Curry à la Ben. Curry, ja eher Chili. Man kann es als Curry oder als Chili machen, je nachdem, ob man Curry oder Chili dran kippt. ja, ganz simples Gericht. Ich erkläre es euch kurz, ihr nehmt rote Linsen. Müsst darauf achten, dass die eine Kochzeit von 10 Minuten haben. Ihr nehmt Reis und müsst darauf achten, dass der Reis eine Kochzeit von 10 Minuten hat. Dann nehmt ihr, wie auf der Linsenverpackung angegeben, 3 Teile Wasser pro Teil Linsen. Ergo, wenn ihr meinetwegen ein halbes Kilo Linsen nehmt, dann müsst ihr halt das Dreifache an Wasser nehmen, also 1,5 Kilo Wasser, das sind 1,5 Liter. Und da rein kippt ihr dann die gleiche Menge Reis wie Linsen, maximal, nicht noch mehr Reis. Man kann auch nur die Hälfte die Hälfte der Linsen als Reis nehmen. Also sprich dann 250 Gramm Reis und ein halbes Kilo Linsen. Und das gibt für eine Person so irgendwas zwischen 2 Mahlzeiten und 3 Mahlzeiten, je nachdem, was diese eine Person futtert, oder auch nur 1,5 Mahlzeiten, wenn es eine sehr viel futternde Person ist.
Und daher hoffe ich, wir kommen für 10 bis 11 Personen mit 2 Kilo Reis und 1,5 Kilo roten Linsen ganz gut aus. Da müssen wir auch nicht den ganzen Reis aufbrauchen. Und wenn dann noch jemand Hunger hat, dann gibt es halt noch Reis mit Tomatensoße. Für Tomatensoße finde ich diese Tuben super praktisch, weil man kann halt gut dosieren. Die gibt es schon in verschiedenen vorgewürzten Varianten. Zum Beispiel hier mit Würzgemüse und hier mit Basilikum, das spart einem einfach dann auch ein bisschen Zeug, was man zusätzlich mitschleppen muss. Das ist jetzt nicht das super große Geköch, aber das ist deswegen natürlich auch nochmal ein gutes Trekkingessen, weil es halt kein Wasser enthält. So gesehen, die Kalorien sind wasserfrei und da ganz gut zu tragen. Vergleichsweise leicht für den Energiegehalt. Linsen jetzt nicht so sehr, aber die enthalten auch viel Eiweiß und sind einfach gesund auch. Auch gerade nach einem anstrengenden Tag, um den Eiweißvorrat wieder aufzufüllen, und Reis ist dann für die Kohlenhydrate zuständig. Viel Fett ist jetzt hier dann natürlich auch nicht dran, das ist bei Outdoor-Essen ja auch fast meistens so, sofern man jetzt nicht so irgendwelche vorgepackten Trekking-Mahlzeiten oder ähnliches verzehren möchte. Ist halt auch wieder ganz brennstoffsparend, wenn man zum Beispiel auf Brennstoffmitführung angewiesen ist. Also zum Beispiel einen Benzinkocher, einen Spirituskocher oder irgendwas, einen Gaskocher, sowas in der Richtung verwendet. Jawohl, ist jetzt bei uns nicht der Fall, weil wir haben ja eine Feuerstelle, aber in den allermeisten Ländern darf man ja gar kein wildes Feuer machen. Also Wildfeuer machen, oder es gibt halt auch keine Feuerstellen am Weg, und über Holzfeuer kochen ist einfach keine Option. Das ist ja in Deutschland genauso, aber da wir auf einem offiziellen Trekking-Camp Zeltplatz sind, wo das erlaubt ist, dürfen wir dann natürlich auch Feuer machen. Dafür haben wir auch ein bisschen Geld dagelassen. Ja, dann fehlen jetzt natürlich noch so ein paar technische Kleinigkeiten, beziehungsweise wichtige Kleinigkeiten, wie zum Beispiel natürlich ein Messer. Sowas habe ich in der Hosentasche, oder es kommt dann am Schluss noch ins Deckelfach. Das habe ich ohnehin quasi immer dabei. Das erwähne ich jetzt gar nicht erst extra. Auch eine Taschenlampe, so ein Funkenstellchen zum Feuer machen, ein bisschen Zunder habe ich normalerweise auch immer noch dabei. Das wird dann auch der Fall sein. Und meine EDC-Dose, die ihr von letzter Woche unter Umständen vielleicht kennt, die habe ich auch dabei. Also dementsprechend alles, was da drin ist, dann noch so als kleines Backup. Meistens habe ich, wenn ich einen großen Trekking-Rucksack mit kompletter Trekking-Ausrüstung mit mir rumschleppe, keine EDC-Dose dabei, weil es dann doppelt gemoppelt wäre. Aber in diesem Fall nehme ich sie natürlich jetzt mal mit, auch schon allein zum Vorzeigen. dann Körperpflege ist jetzt auch bei einer einzigen Übernachtung bei mir dann ziemlich klein gestrieben, weil da muss ich mich vorher nicht großartig waschen am nächsten Morgen oder sonstiges Zeug. Das muss dann wirklich einfach nicht sein. Wer da anderer Meinung ist, darf das gerne tun, aber ich denke, das ist echt übertrieben. Was man übrigens auch noch immer dabei haben sollte, was ich jetzt auch noch nicht groß eingepackt habe, was dann aber noch kommt, wäre das Klopapier. Das könnte ja auch nochmal unter Umständen irgendwie sinnvoll sein. Viele schleppen noch extra eine Schaufel mit. Das halte ich wiederum für Blödsinn, weil man kann auch mit einem Stock verdammt nochmal ein Loch graben. Da muss man nicht extra eine Schaufel mitschleppen. Was soll denn der Blödsinn? Also das geht echt mit jedem x-beliebigen kleinen Stock. Kann man sich ein kleines Löchlein buddeln in den deutschen Waldboden. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann hat man auch sein Loch. Da muss man nicht eine Schaufel mitnehmen. Ah! Kann ich jedes Mal mich aufregen, wenn jemand da echt eine Klappschaufel extra mitschleppt. Gut. Aber das ist alles Religion, was man mitnimmt und was nicht. Was ich auf einer Tour nicht unbedingt gebraucht habe, wird bei der nächsten Tour nicht mitgenommen. Und da sind im Laufe der Jahre jetzt schon einige Dinge rausgeflogen, die ich nicht mehr mitnehme. Wenn ihr also irgendwas vermisst, dann ist es wahrscheinlich so ein Gegenstand. Ich habe früher nämlich noch viel mehr Zeug dabei gehabt, was kein Mensch braucht. Ah, Navigation sollte man vielleicht noch erwähnen. Da habe ich dann mir einfach jetzt für die Tour auch von Google Maps ein paar Ausdrucke gemacht, und die stecke ich mir in den Hosentasche. Kompass braucht man nicht, ist in Deutschland, ist mir echt zu übertrieben. GPS, irgendwer hat bestimmt eins dabei, aber braucht man auch nicht. Für so eine kleine Tour, die orientierungstechnisch keine großartigen Schwierigkeiten bietet, der Weg ist auch markiert, da ist mir das alles egal. Für gewöhnlich hätte ich Karte und Kompass dabei, ich bin kein großer GPS-Freund, werde mir wahrscheinlich auch nie eins zulegen. Klar, die sind super, gar kein Thema, aber aus Nostalgiegründen, ich arbeite echt lieber mit Karte und Kompass. Das ist mir irgendwie sympathischer. Jo, jetzt räumen wir aber wirklich mal hier auf und packen alles zusammen. Und dann kann ich euch noch ein bisschen was zu Rucksack packen an sich erzählen.
Jaha, also ihr könnt sehen, der Rucksack steht schon einigermaßen. Das liegt halt daran, dass der Schlafsack schon unten drin ist im Schlafsackfach. Ich mache da später wahrscheinlich noch ein paar Kleinigkeiten nochmal extra rein, damit es einfach noch ein bisschen voller ist und der ganze Rucksack sich dann besser trägt. Das ist das Problem halt eben, wenn man so einen großen Rucksack hat wie hier ich. Man muss den schon einigermaßen voll kriegen, um den effizient verwenden zu können. Sonst trägt er sich so ein bisschen, ja, sagen wir mal, suboptimal. Aber gut. Das hilft halt jetzt alles nichts, deshalb schleppe ich keine zusätzliche Ausrüstung mit. Also Schlafsack, unten im Schlafsackfach, fast jeder Rucksack hat sowas. Dann nächste Etage, also ich baue meinen Rucksack übrigens auch immer durch die obere Öffnung, auch wenn es ein Kofferrucksack ist, bei dem man das Frontteil aufmachen kann, packe ich ihn immer aus der oberen, von der oberen Richt durch die obere Öffnung. So, denn dann hat man den Vorteil, dass man alles gleich unten schön zurechtstopfen kann und schön alles kompakt beieinander hat und man kann auch besser irgendwie reingucken und sieht das besser und packt es in der Form, wie man den Rucksack dann später auch aufziehen wird. Das kann man einfach nicht so gut kontrollieren, wenn man das durch die Frontluke macht. Ja, nach unten sollte normalerweise erstmal was Leichtes gepackt werden. So hantiere ich eigentlich immer, dass ich da meine Klamotten unten reinpacke, wenn es eine längere Tour ist. Jetzt in diesem Fall bietet es sich natürlich an, das Erste-Hilfe-Gedönsding da zu nehmen. Das ist jetzt natürlich nicht so ein Riesenkasten, wenn es eine richtige Trekkingtour mit mir alleine oder nur zwei Personen oder Ähnlichem wäre. Aber ja, Klamotten ist auf jeden Fall was, was man da ganz gut dann unten in den Boden, an dem Boden als Polsterung anbringen kann und hat dann quasi einfach eine Basis, worauf man alles andere befestigen kann. Ich mache dann immer als zweite Etage, wenn man so möchte, das Übernachtungszubehör. Wenn ich ein Zelt habe, kommt das auch an diesem Punkt dann hinten hingestellt rein. Also so wie ich jetzt quasi das Tarp reingesteckt habe, nur dass das Zelt halt eben dann nochmal eine Ecke größer wäre. Passt aber auch in den Rucksack bei so einem großen Modell. Viele Leute hängen sich das Zelt ja auch außen dran. Man sollte immer gucken, dass man die schweren Dinge möglichst körpernah verstaut und die leichten Dinge, die kann man dann auch ein bisschen weiter nach außen machen. Also dass quasi die ganz schweren Sachen einem immer direkt auf den Rücken zu liegen kommen und nur das leichte Zeug nach außen gepackt wird. Das habe ich jetzt zweimal gesagt, aber gut, ich muss ja auch packen und denken gleichzeitig. Wenn man dann mit dem Volumen etwas höher gekommen ist, bietet es sich auch an, dann die schweren Dinge einzupacken. Die sollten nach Möglichkeit, wenn man den Rucksack auf hat, zwischen den Schulterblättern liegen. Also das ist der ideale Ort, um ganz schwere Dinge einzupacken. Das ist in den allermeisten Fällen der Essensbeutel bzw. das Essen halt. Wenn man keinen expliziten einzelnen Essensbeutel hat, habe ich jetzt in diesem Fall nicht, habe ich normalerweise schon. Dann muss man halt das Zeug da irgendwie drumherum verteilen. Das ist manchmal auch sinnvoller, als den Essensbeutel zu haben, wenn man den halt nicht so gut über den gesamten Rucksack verteilen kann, wie das der Fall ist, wenn man mehrere Tütchen hat. Da könnt ihr eigentlich mal kurz oben reingucken. Seht ihr? So schaut das dann aus. Alles schön gut rundum verteilt und gucken, dass man nach Richtung in Richtung Rücken, also nach da, die schweren Sachen in Richtung Rücken gepackt hat. Mache ich jetzt, dieses Mal ist es ein bisschen schwierig, weil die großen Reispäckchen könnte ich jetzt eigentlich dann auch an die Seiten machen, wäre eigentlich fast noch besser und dann die Linsen ein bisschen weiter nach vorne, weil die dann insgesamt doch nochmal leichter sind als die jeweils Kilopäckchen vom Reis. Und das wäre nochmal besser und deshalb packen wir das jetzt schon einmal um. Wichtig ist auch beim Packen immer darauf zu achten, dass der Rucksack von alleine noch steht. Also wenn man den Rucksack im stehenden Zustand bepackt und er fällt einem irgendwann um, dann hat man entweder nach vorne oder nach hinten oder nach links oder nach rechts, geht theoretisch ja auch, zu viel Gewicht reingepackt, dass das dann unausgeglichen ist. Das würde einen dann auch beim Laufen behindern. Also sprich, der Rucksack steht gerade, dann ist es immer eigentlich nicht verkehrt. Und wenn er in eine Richtung kippt, dann am besten in Richtung Rücken. Also wenn er überhaupt kippen sollte. Am besten ist aber, er kippt gar nicht. Ja, also so sieht das jetzt aus. Ihr seht, Linsen als relativ leichtes Zeug, ziemlich weit weg vom Rücken. Ziemlich nah am Rücken sind jetzt hier die Reispakete, die sind ja besonders schwer. Und gut, der Topf wiegt nicht viel, aber den muss ich auch noch irgendwo reinpacken und da ist es halt einfach eine gute Stelle gewesen. Das Ganze kann man jetzt noch mit dem Poncho umpolstern, machen wir auch gleich.
Ja, das hat nämlich auch den Vorteil, dass der Rucksack, wenn man den Poncho erst relativ spät reinmacht, nach oben hin auch noch mal ein bisschen zusätzlich abgedichtet ist, wenn es reinregnen sollte. Und man hat im Fall eines Regengusses, bei dem man den Poncho dann braucht, den Poncho auch schnell griffbereit. Und kann dann halt schön nochmal die Lücken, die es da dazwischen gibt, nochmal gut auspolstern, indem man den dann am Rand auch nochmal ein bisschen nach unten drückt und nutzt den dann quasi als abschließenden Deckel. Und auch da könnt ihr nochmal kurz reingucken und stellt fest, ja, ihr seht nicht mehr viel vom sonstigen Inhalt. Ich habe die Regenhülle ja normalerweise im Deckelfach. Habe ich jetzt in diesem Fall halt eben nicht, weil ich jetzt noch zu viel Fachplatz im Hauptfach habe und das noch ein bisschen besser ausstopfen will. Deshalb kommt die Regenhülle jetzt auch noch mit rein. Und meine Tasse hänge ich traditionell irgendwo außen dran. Und das mache ich jetzt in diesem Fall natürlich dann auch unten am Fußteil. Zeige ich euch auch gleich noch, wie da die Isomatte dann entsprechend drankommt. Und da war es das eigentlich auch. Ich habe hier jetzt keine weitere Ausrüstung mehr rumliegen, außer mein kleines Erste-Hilfe-Paketchen. Packe ich jetzt spaßeshalber auch nochmal mit rein. Werde ich wahrscheinlich nicht mitnehmen. Und jetzt müssen wir einmal zumachen. Und haben hier unten, das könnt ihr dann auch gleich nochmal sehen, nochmal so einen zweiten Dingerlicht, damit man das auch nochmal zumachen kann. Das heißt, das könnt ihr hoffentlich jetzt einigermaßen erkennen, wir haben hier quasi nochmal so einen Extendable-Sack sozusagen. Man kann den ganz unten zuziehen und hat dann hier oben noch zusätzlich diesen ganzen Bereich, der hier jetzt so übersteht, ab da als Zusatzstauraum. Auf den kann man auch gut verzichten und der Rucksack ist trotzdem noch gut tragbar. Ich wickel das dann immer so ein klein wenig ein, das ist auch nochmal als Regenschutz. Dann kommt der eigentliche Deckel drüber und das wird jetzt niemanden überraschen, dass man den da unten festmacht. Kann man dann auch schön alles nochmal entsprechend zusammenzurren. Und jetzt hat jeder Trekking-Rucksack auf der Seite auch nochmal so Packriemen, mit denen man das Ganze auch nochmal fixieren kann, was drin ist. Da lässt sich dann auch noch so super ein Trekkingstock dran befestigen. Damit das dann alles schön kompakt ist, ziehe ich die immer gerne nochmal maximal fest an. Vorm Packen des Rucksacks kann man sie idealerweise auch nochmal ein bisschen lockern. Dann kriegt man alles nochmal ein bisschen besser runter. Jawohl, also so sieht der jetzt aus. Und wenn man ihn etwas hochhebt, dann schaut er so aus und da unten kommt jetzt noch schnell die Isomatte dran. Ich mache das dann immer so, dass ich mir hier die Tasse einmal hier durchfädel. Isomatte einmal drauflege. Die Dinge hier ganz lang mache, drumherum mache, festmache, das gleiche auf der anderen Seite auch noch. Und das ist jetzt halt dann eben die Tasse, die kann man sich dann auch noch oben drauf schieben, wenn einem das lieber ist, wo man die halt hängen haben möchte. Das ist so der eine Gegenstand, den ich gerne am Rucksack wirklich rumwackeln und draußen rumfliegen habe. Das ist so ein persönliches Statement, könnte man sagen. Jawohl. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Und schaut dann so aus, wenn man ihn hinstaut. Und hier oben hätte er jetzt noch ein großes Deckelfach, aber das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, wo die Kamera eingestellt ist. Das wäre jetzt so mein Marschgepäck. Jo, also mein Rucksack und ich sind jetzt abmarschbereit, also jetzt noch nicht, aber morgen früh dann, beziehungsweise wenn ihr das seht, morgen früh, weil das Video ist logischerweise nicht Freitagabend gedreht, wenn ich es Freitagabend direkt hochlade, wozu ich ja in die Bibliothek muss, demzufolge kann das irgendwie nicht, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ich werde langsam verwirrter und ja, aber Rucksack und ich sind der Meinung, dass jetzt alles passt. Flüssigkeitstransport, also Wasser, was zu trinken, das packe ich mir da außen in die Seitentaschen in Form von 1,5 Liter PET-Flaschen. Ganz simpel, weiß ich nicht, warum man da irgendwelche spezial super tollen Ultraflaschen braucht. Sehe ich nicht ein. Nehme ich irgendwelche PET-Flaschen, das reicht auch völlig und die kann man nach Gebrauch sogar zurückgeben und kriegt noch ein bisschen Geld dafür.
Je nach Jahreszeit hätte ich übrigens natürlich noch Handschuhe und Mütze dabei, aber das ist jetzt auch noch nicht notwendig. Und überhaupt Klamotten natürlich der Jahreszeit anpassen, entsprechend bei einer Wintertour auch nochmal einen intensiveren Schlafsack und irgendein Fortbewegungsmittel braucht man im Winter dann ja auch, weil Tiefschnee kommt man so mit normalen Schuhen zwar durch, aber ist nicht so lustig. Daher hätte ich dann wahrscheinlich noch irgendwelche Schneeschuhe dran. Muss ich mir mal welche besorgen. Ich hatte bisher immer die Dinger nur ausgeliehen. Eigene besitze ich noch nicht. Noch. Steht als nächste Anschaffung, glaube ich, an. Mal gucken. Gut, mehr fällt mir jetzt wirklich nicht mehr ein. Dann wünschen euch Rucksack und ich alles Gute. Und beim nächsten Samstag gibt es dann den Tourbericht, wie es gewesen ist und ja, was wir alles erlebt haben. Ich bin sehr gespannt, freue mich. Insbesondere auf diejenigen, die jetzt das sehen und morgen mitkommen. Das natürlich besonders. Und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Ne? Macht's gut. Und für diejenigen, die mitkommen, bis morgen.